So, hier geht's gleich mal weiter. Und unsere neue Teststellung hat hier schon die ersten Schneidaufgaben erfolgreich erledigt und wird jetzt hier mal zum Unboxing verwendet. Ich habe hier nämlich noch ein Messer zugeschickt bekommen, welches nachher im Endeffekt auch zum Verkauf steht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es handelt sich um ein Bug Hunter. Genaues kann ich auch noch nicht dazu sagen. Darum werden wir jetzt mal in einem Live-Unboxing dieses Modell anschauen. Die nicht zu große Klinge geht natürlich gut für solche Schnittaufgaben. Schön. Das ist doch mal eine schöne Ledertasche dazu. Ja, manche Firmen geben sich. Ah, das ist ein richtig weiches Leder. Das ist angenehm. Manche Firmen geben sich da richtig Mühe mit den Scheiden dazu. Und manche siehst du richtig, wird irgend so ein Asien-Import dazu gekauft. Das ist mal ein richtig angenehmes Leder mit Seriennummer oder Modellnummer. Schön, Gürtelschlaufe zum Durchziehen. Ja, kann man sowohl als auch, ne? Ist natürlich praktisch, ne? Einmal hier durch. Da kannst du auch einen 5 cm Gürtel durchziehen. Oder für jemanden, der es gern quer am Gürtel tragen will, geht natürlich auch. Da ist dann aber bei einem 4 cm, naja, sollte ein bisschen dünner sein, vielleicht 3,5 cm Gürtelschluss. Aber das ist doch mal eine schöne Tasche. Boah. Heavy Metal. Mein lieber Scholle. Das Ding spielt gewichtsmäßig, aber auch in meiner Bug-110-Liga. Ja, die Jungs von Bug-Team, die kleckern nicht, ne? Die klotzen, du. Boah, das sind ja, wie viele Spacer sind hier dazwischen, ey. Schönes. Naja, was wird das sein? Was wollen wir nachschlagen? Rosenholz ist natürlich gebrauchter Zustand. Sag ich mal, mittlerer gebrauchter Zustand, aber das tut so einem Heavy Folder keinen Abbruch. Beidseitige Daumenpins. Oh, schön. 154er CM Stahl mit Bosshärtung. Na, das ist doch mal eine Kampfansage, ne? Boah. Der Griff liegt aber massig in der Hand. Frisch geölt ist es auch. Flutscht. Super weich. Ein super weicher Klingengang hat das Ding. Ganz weich. Geht gut auf. So ein Bug Hunter Folder. Mit schönen Holzgriffschalen, 154er CM Stahl, Bosshärtung. Nett. Heavy. Bug USA, wieder mit ihren Kürzel für irgendwelche Produktionsjahren und Zahlen, müssten wir jetzt wieder nachschauen. In der Datenbank. Dann könnte man auf das Produktionsjahr zurückschließen. Boah, den müssen wir mal wiegen, ey. Da müssen wir gleich mal meinen Bug 110 dazu rausholen. Das ist nämlich auch so ein Heavy Folder. Und dann schauen wir doch mal, wo das hier so gewichtstechnisch liegt. So, hier haben wir mein Bug, genau. Ein Bug mit einem Clip. Das Bug110C. Ja, vergleichen wir dann mal. Ist aber auch ein schöner Folder. Ganz weicher Klingengang. Schöne Ledertasche dabei. Kann man nicht meckern. Schauen wir mal, was die Kollegen hier auf die Waage bringen. Das sind ja schon die Schwergewichte. Nochmal das Bug110 mit Clip. 210 wiegt.
Ein paar Gramm mehr wie das Böker Buschkraft. 210 Gramm. Das sind schon Gewichte. 214 Gramm. Leg nochmal 4 Gramm zu. 213. Das sind 7,6 Unzen. 7,55. Ey, echt irre. Mit Gürteltasche hat man da 261 Gramm am Gürtel. Das ist was für richtige Männer, ne? Da brauchst du ordentlich Arsch in der Hose und einen ordentlichen Gürtel, weil sonst trägst du deine Hose ruckzuck auf Halbmast. Irre. Ja, die Jungs bei Back sparen nicht am Material. Aber er hat es mir erzählt, die haben da früher sogar Stoßstangen aus dem Fohlen gefressen. Ne? Da wundert es mich nicht, wie die Messer bauen. Ist interessant, wie die da hinten den Spacer aus einzelnen Platinen auffüllen. Die ganz dünne Platine gibt, ist der Liner Lock. Und die Klingenspitze sitzt total tief hier drin. Chimping. Schön gerundete Daumenpins. Wir haben drunter fette Metallwascher. Auf eine Konstruktion lässt sich ja hier gut reinigen. Und Hammer, die Platinen sind sogar noch voll skelettiert, um das Gewicht auf nur 214 Gramm zu bringen. Hätten sie die zugelassen, wäre es noch schwerer geworden. Also bei dem Gewicht ist dann mal eine skelettierte Platine vielleicht doch schon angebracht, obwohl ich sie auch lieber geschlossen habe, aber sonst hättest du ja wahrscheinlich 250 Gramm Messer. Ordentlicher Klopper. Fettes Lanyard-Holder hinten, also da kannst du vier Paracord-Schnüre durchziehen. Buck USA. Das Teil kommt nicht aus Asien. 154er CM-Stahl, er ist ganz ordentlich. Und aus dem Hause Boss gehärtet. Und okay, der Liner ist relativ dünn, für das, dass das alles so fett ist und schließt in der Mitte vom Klingenrücken. Der kommt mir jetzt ein bisschen dünn vor diese sonst mächtige Messer. Da hätten sie auch noch einen Millimeter zulegen können. Schauen wir mal, was hier die Maße sagen von diesem Backhand. Also der Liner hat nur einen Millimeter, ja, der hätte auch eineinhalb vertragen. Die Klinge ist eine 3,15. Die Platinen sind irre. 2,8. Die andere, naja, sind 2,8 mm Platinen. Das Teil hier am Griff hat zwar 21 mm, 2,1 cm stark. Vergleiche hier mal der vom CRKT, ne? Der passt hier fast dazwischen. Also ein amtlicher Klopper. Mal noch die Klinge gucken. Hier, wenn man mal von der Spitze ansetzt, sind es 83 mm. Von da hinten gemessen kommen wir auf 93, je nachdem, wo man hier amtlich eine Klingenlänge messen will. Wenn man sagt, okay, das, was maximal hier rausguckt aus einem Griff, was maximal hier rausguckt aus dem Griff, dann haben wir hier eine 95 mm Klinge. Und ganz kurz angesetzt, es ist halt eine 84 mm Klinge. Je nachdem, da schaut halt vorne das Ding hier spitz raus. Wo misst man? Ist misst man da? Misst man da? Also man sieht zwischen 8,5 bis 9,5 Zentimeter lang. Aber der nur scharfe Bereich kann man ja mal von Ecke zu Ecke messen. Der beläuft sich dann auf, also das sind 77 mm, ist die Schneide von dem Ende bis zur Spitze. Aber ein amtlicher Riesenklopper mit über
200 Gramm Gewicht und einer echt brauchbaren, schön weichen Ledertasche, die man horizontal wie vertikal tragen kann. Hier ist noch ein Aufkleber drin. Aha, die Scheide wurde in Mexiko hergestellt, wahrscheinlich in Handarbeit. Das Messer wird aus den USA kommen. Das heißt, wird aus den USA kommen. Das Ding kommt aus den USA. Frisch eingeölt. Und natürlich ein, boah, ein butterweicher Klingengang. Hammerteil. Das nenne ich mal ein Heavy Folder. Schönes Stück. Steht zum Verkauf. Wer Interesse hat, macht mir eine PN. Ist nicht meins. Verkaufe ich im Auftrag. Das heißt, ich übernehme hier auch keinerlei Gewähr oder Garantieleistung oder sonst irgendwas. Aber das ist ein schweres Teil. Ordentlicher Stahl hat es und auch nicht gehärtet wird es auch sein. Sollte ein bisschen was aushalten in dieser Ausführung. Da würde ich mir mal weniger Sorgen machen. Das war mal ganz auf die Schnelle ein Buck Hunter Folder aus 154er CM Stahl mit Bosshärtung. Mächtig breiten Griff. Ist also auch was für Leute mit kräftigen Händen. Schön Chimping hier vorne. Ordentliches Messer mit schöner. Warum kommt es rein? Gute Frage. Gleich nach unten. Mit schöner Ledergürteltasche. Okay, ja, das Leder hat ein bisschen gelitten hier, ne? Irgendwo gestreift, aber mein Gott. Das ist gebraucht. Ja, ich würde sagen, ich hatte es nicht geguckt, wie es drin war. Das wird schon mit dem. Jo, das kommt so rum rein. Dann passt es nämlich hier wieder am Leder. Verliert man also auch nicht. Wackelt zwar ein bisschen, aber fällt nicht raus. Und zum Quertragen bestimmt auch cool. T-Shirt oder Pullover drüber, da guckt da nichts mehr unten raus. Heavy Metal, sage ich da nur. Buck Folder 154er CM Stahl, über 200 Gramm Öschi. Steht zum Verkauf. Wer Interesse hat, schreibt mir eine PN. Alles Weitere dann online. Okay, Leute, danke fürs Reinschauen. Heute mit einem Amerikaner. Haltet eure Taschenmesser schön scharf. Schneidet euch nicht in die Flossen. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder bei YouTube. Wenn es wieder mal heißt, Hillbilly hat irgendein neues Spielzeug geschickt bekommen. Also, fährt die Gott. Wir sehen uns. Ciao.